Vielen Dank, Professor Karl-Dieter Bodak. Normalerweise, das wissen wir hier zur Genüge, lohnt es sich nicht, sich ernsthaft an Aussagen von Klaus Schmiedl abzuarbeiten. Aber ich will doch eine der jüngeren Aussagen aufgreifen, weil sie ist sehr vernünftig. Er hat gesagt in einem Interview mit dem Südkurier: Ich möchte schon auffordern, dass sich nicht nur die Verwaltungen, sondern auch die Gremien der Stadt Stuttgart und der Region, der Gemeinderat und das Regionalparlament noch einmal mit der Kombilösung beschäftigen. Ich will verhindern, dass der Eindruck entsteht, einzelne Personen hätten aus der Hüfte geschossen. Zu spät, lieber Klaus Schmiedl, auch wenn es richtig ist, dass sich Gremien, demokratisch gewählte Gremien, ebenfalls mit solchen Themen beschäftigen sollten, was bisher nicht geschehen ist. Es ist zu spät, denn die geradezu panischen Reaktionen von Oberbürgermeister Schuster, von Frau Wopperer und Herrn Bob aus der Region und der Bahn waren nicht nur aus der Hüfte geschossen, sie waren erfrischend entlarvend, fand ich. Ganz unumwunden haben sie zum Ausdruck gebracht, wenn nicht die gesamten Flächen des Gleisvorfeldes zur Verfügung gestellt werden durch ein Bahnprojekt, dann haben sie schlicht kein Interesse an diesem vermeintlichen Bahnprojekt. Völlig unabhängig davon, wie gut ein dann neuer oder erweiterter Bahnknoten Stuttgart sein wird. Das war entlarvend und hat gezeigt, es geht hier nicht nur um aus der Hüfte schießen, sondern hier geht es um den Kern des Problems, um den Kern dieses Projektes. Die 100 Hektar! Mir geht es nicht darum, dass man sich für die Kombilösung SK2.2 einsetzen soll. Das tut das Aktionsbündnis ebenfalls nicht. Aber es geht darum, dass man diesen ernst gemeinten Kompromissvorschlag auch ernsthaft prüft. Und ich möchte hier für die Ebene der Stadt Stuttgart klar machen: Es gibt keine Stellungnahme der Stadt Stuttgart zu dieser Kombilösung. Es gibt nur ein Papier, ein lächerliches 14-Seiten-Papier des Oberbürgermeisters, das dieser sich vom Kommunikationsbüro des Stuttgart 21-Projektes und von Professor Heimerl hat schreiben lassen und in dem viele der schon oft widerlegten Behauptungen wieder auftauchen. Aber es gibt keine Stellungnahme der Stadt Stuttgart, denn hierfür ist auch der Gemeinderat zuständig und er hat sich noch keine Sekunde mit diesem Thema befasst. Und eine ernsthafte Prüfung, wie jetzt auch von Herrn Schmiedl eingefordert, steht noch aus. Wichtig ist aber, zunächst einmal noch einmal festzuhalten, dass der Erfinder der Lösung Stuttgart 21 Plus sich mit diesem Kompromissvorschlag verabschiedet hat vom Projekt Stuttgart 21 und vom Projekt Stuttgart 21 Plus. Genauso das Gutachterbüro SMA. Und das ist es, was es festzuhalten gilt. Und davor hat die Gegenseite so große Angst. Ich darf nur unseren zweiten Redner ankündigen, Dr. Eisenhardt von Löfer, einer der Juristen zu Stuttgart 21, der uns schon so hervorragend beraten hat beim Thema Bürgerbegehren. Und er hat gerade bei diesem Thema mit Erfolg vor der Anwaltskammer Stuttgart geltend gemacht, dass sich hier der Gutachter der Stadtverwaltung, Professor Dolde, mit seinem Gutachten zum Bürgerbegehren in einen schweren Interessenkonflikt begeben hat. In einen Interessenkonflikt, dass er einerseits die damalige CDU-FDP-Landesregierung zum Thema Verfassungsmäßigkeit beraten hat und gleichzeitig die potenzielle Gegenseite Stadt Stuttgart dann beraten hat. Das ist ein klarer Interessenkonflikt und das hat Dr. Eisenhardt von Löfer zum Ausdruck gebracht und bei der Anwaltskammer angeprangert. Das Verfahren ist, glaube ich, noch nicht ausgestanden, aber es gibt da berechtigte Einwände, die auch diskutiert werden. Ich darf nun ankündigen, Eisenhardt von Löfer.